Für den Monaco Grand Prix hat sich die Formel 1 einen besonderen Leckerbissen einfallen lassen. Nico und Keke Rosberg werden am kommenden Donnerstag im Rahmenprogramm Demonstrationsrunden in ihren jeweiligen Weltmeisterautos fahren. Das berichtet die Autobild Motorsport. Nico Rosberg wird in seinen Mercedes W06 aus dem Jahr 2014 klettern, während Vater Keke seinen Williams FW08 von 1982 fahren wird. Die Showeinlage ist ein Novum. Nie zuvor waren im Rahmen eines Grand Prix ein Vater und sein Sohn in Autos verschiedener Epochen unterwegs. Liberty Media reagiert mit der Showeinlage auf einen Wunsch der Formel 1-Fans. Viele von ihnen hatten Ende 2017 in einer Umfrage im Rahmen einer großen Marktanalyse des US-Medienkonzerns geäußert, dass sie am Rande der Rennen auch historische Fahrzeuge in Aktion erleben wollten. Die Rosbergs sind eine von zwei Familien, in denen es jeweils der Vater und der Sohn zum Formel 1-Weltmeister schafften. Punkt. Graham Hill, der Champion von 1962 und 1968, erlebte den Triumph seines Filius Damon 1996 allerdings nicht mehr mit.